So, dann herzlich willkommen zur Morgenausgabe, da ich immer noch Rechnerprobleme, Bandbreitenprobleme habe und ab und zu der Ton abgehakt ist, kann ich das auch per Aufzeichnung machen und es dann sofort hochladen. Sollte es sich ein Setup direkt aus dem Video ergeben, werde ich das natürlich direkt im Anschluss veröffentlichen. Fangen wir mit den asiatischen Märkten an. Der Hang Seng Index erreicht oder kann weiterhin diese markierte Widerstandszone nicht überqueren. Das dürfte eben bekannt sein. Und hier darf es jetzt größere Rücksetzer eintreten. Allerdings kann der auch schon beim EMA 200 beendet sein. Also ab 21.200 wäre hier ein Neueinstieg möglich. Es sind ja bis hierher schon rund 1.300 Punkte Gewinn aufgelaufen mit der Restposition. Beim Nikkei-Index schalten wir hier in die Indikation zurück. Hier darf er bis in im Bereich von 16.800 vordringen. Dann sollte es ein größerer Rücksetzer eben kommen. Der im Idealfall darf er auch die Gap-Unterkante testen oder eben auch nur bis 16.100 gehen. Da hat sich jetzt gegenüber gestern nichts verändert. Die Metro hat ihr Ziel erreicht. Das ist jetzt noch nicht ganz so spannend. Da war jetzt nur die Kurszone nach oben deklariert worden und hier ist dann exakt abgeprallt. Allerdings dürfte hier eben ein Hoch fehlen. Der Nasdaq konnte gestern die anderen Märkte outperformen, zum ersten Mal seit langem wieder. Und ja, passt im Prinzip noch, die US Futures sind leicht im Minus. So, dann kommen wir kurz noch zum Öl. Da wurde die neue Stop-Buy-Marke hier abgesteckt. Über dem Rainbow-Oberkante ist nicht erreicht worden, prallte wieder ab. Aktuell ist immer noch eine Aufwärtsvariante präferiert, allerdings dann unter dieser Unterstützung. Tagesschlusskurs unter 46,40 sieht es kurzfristig definitiv düster erstmal aus. Das australische Dollar, kanadische Dollar, lief im Prinzip perfekt. Leider ist jetzt hier Neueinstieg, war ja hier an der 0,99 Marke nochmal erwähnt worden. Ist knapp darunter, 30 Pips weiter unten hat er dann gedreht und das Kursziel erreicht. Also wer hier eingestiegen ist, sind jetzt mehr als 200 Pips im Gewinn. Und das Risiko war hier relativ, mit 50 Pips relativ eng. Konnte man das eingehen. US-Dollar-Yen gibt es nichts Neues. Bleibt an der Kursziel kleben. Euro gegenüber britischem Pfund ist man auch im Plus. Und das ist jetzt hier in der Nacht aktiviert worden. Das Setup, was ich gestern vorgestellt habe, und trifft hier schon die Oberkante. Kommen wir jetzt nur zum DAX. Der hat hier gestern die Widerstandszone erreicht. In dem Video kurz vor 17:30 Uhr erwähnt, dass man hier einen spekulativen Short eingehen kann. Ja, aktuell liegt man hier, wenn man auf die Indikation umstellt. Wer jetzt nicht das Top erreicht hat, rund 50 Punkte ist man hier im Plus und kann den Stopp auf einen Stand nachziehen. Hier dürften Kursverluste direkt nach zur Börseneröffnung bei 10.000 Punkten liegen.
geht es hier darunter, kann er auch die 9.900 Punkte Marke erreichen. Und anschließend sind aber kann er die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Zum Silber hat hier nach dem Kauf ein Hoch bei 2010 etwa ausgebildet. Ja, steht aktuell knapp über dem ersten Kauflimit. Wie gesagt, eine Korrekturphase, die erst über 2055 beendet ist. Andernfalls kann es hier sich nach unten ausdehnen noch. Sonst gibt es ja Gold, bewegt sich auch seitwärts, keine neue Phase eingeleitet. Und Euro, australische Dollar wurde ja vorher schon benannt. Danke fürs Zuhören, bis später.